Stück zurücksetzen, weil das vorne halt so breit. So eine Mähdrescher. Wo man die Schneidwerk nicht abbauen kann. Ja, super, und ich darf aber nicht die Streuer ausstreichen. Gut, dann darf er da jetzt stehen. Vermutlich bis nächstes Jahr. Und ich überlege mir mal, wo ich jetzt den Wagen mit seinem Getreide hinstellen kann. Eigentlich wäre am besten hier hinter dieses Tor. Aber dann müssen hier hinten die Gerätschaften raus. Weil die brauche ich ja. Ja, ich habe eine Idee. Jetzt steht der natürlich wieder davor. Krieg den Anhänger. Ich krieg den Anhänger hier doch niemals neigeschoben. Aber ich krieg ihn rausgeschoben. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem Fenden über. Ich ziehe den Anhänger her und fahre dann vorwärts hier rein. Das sollte funktionieren. Und den hier, den... packen wir da noch mit ein. Über den Winter müssen wir es dann hier wieder ein wenig zusammenknören. Weil da will ich dann meinen John Deere auch noch damit reinstellen. Dann habe ich die Autogarage für Auto. Also nicht die, sondern die bei der Wohnung. Wo ist der Bulldog? Da ist der Bulldog. Der fährt halt wegen langsamer als die anderen, aber es funktioniert. Weil der Bulldog hier ist mir ein wenig wichtiger, weil der ist restauriert und den habe ich erst gekauft. Den 4 Donner wird der doch wohl zählen. Das ist ja bloß der 4 Donner. Druckluftbremsvorrichtung hat er da jetzt natürlich noch nicht. Aber der Wagen hat ja Druckluftbremse. Stimmt. Ich verstehe zwar nicht warum. Für den würde Auflaufbremse erlangen, aber. Ja doch, ich glaube. Da wird auf jeden Fall schon noch irgendwas neipas. Ist wahrscheinlich genauso viel wie beim letzten Mal, als wir Hafer hatten. Letztes Jahr war ja Raps, vorher war... was war denn vorher? Körnermais. Den habe ich dann vom Lohnunternehmen ernten lassen. Die Anfahrt mehr gekostet, wie den Acker zu ernten. Aber vom Geld her hat es sich dann gelohnt. Und das war bester Mais und die Jäger haben ihn abgekauft. Die Anfahrtskosten konnte ich mir zum Glück teilen, weil der war nicht nur für mich da, sondern auch noch für anderen Bauern. Ich muss rumdrehen, ich muss von der anderen Seite reinfahren, weil die haben da den blöden Bauzaun hier gebaut. Und ich habe ein wenig Sorge, dass der... Na also hopp, die machen doch Mittagspause. Dürfte doch nicht wahr sein. Zum Glück kenne ich mich mit so mit MB-Truck aus. Ich war mal auf dem Hof als Erntehelfer tätig, die hatten einen MB-Truck. Sind schon schöne Bulldog. Und jetzt hat da die Spritzen. Schönheitspreis gewinnt sie nicht, aber es ist Kult.
vorbei. Gar nicht mal so schlecht, schaut's aus. Aber der Fan, der zieht ganz schön ab. Ein Stück zurücksetzen. Warte. Vielleicht muss ich hinten den alten Wagen weg, da. Stroh drauf. Aber ich glaube, das langt so. So, Motor aus. Ende. Ja, passt. So, Batterie abgeklemmt. Das mache ich bei dem meistens. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das Tor, weil ich habe das Tor vor die Tür geschoben. Gut. Dann haben wir es geschafft. Da noch einmal verriegeln. So, steht alles in der Halle, außer der metrische. Steht sogar mehr als vorher in der Halle. Ich glaube, ich lasse das Auto mal da stehen und mache mal einen kurzen Spaziergang und hole mal noch den Johnny. So, da sind wir. Halt, habe ich einen Schlüssel? Wahrscheinlich im Auto. Mercedes hoffe ich jetzt einmal. Ja, da ist er. Sonst hätte ich jetzt nochmal, dann wäre ich aber einen Mercedes genommen und wäre zurückgefahren, um den Schlüssel aus dem Passat zu holen. Ein Traumbulldog ist das. Habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. So, machen wir hier mal auf, dann hört man den Sound gut. Ein 78.00 wäre mir lieber gewesen. Aber der 78.10 ist auch einfach nur klasse. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der reinpasst. Aber ich glaube, er müsste reinpassen. Aber bisher hatte ich ihn immer woanders untergestellt. Aber ich habe mir gedacht, das muss doch nicht sein, da spare ich mir Geld, wenn ich ihn da reinstelle. Damit reinstelle. Weil im Winter will ich gerne die Garage. Also Garage, kannst du das ja nicht nennen. Das, was halt bei der Mietwohnung dabei ist.
den Räumlein der Scheune. Neben dem Holz. Schock gern Nutz für ein Auto. Dass man nicht immer die Scheiben kratzen muss. Vor allem GPS hat der A. So, jetzt ging er noch ein Stück vor, aber das braucht man ja. Doch, weil da ist die Tür. Die ich jedes Mal vergesse. Und dann muss ich schauen, dass ich den Schilder da noch irgendwo mit nahe bringe. Halt, nee, der 644 kann ja da drüben wieder mit nahe. Beim Frontlader. Dann passt hier auch locker noch der Schild damit rein. Falscher Gang. War wohl noch die Rückwärtsgruppe drin. Ist ja fast einer meiner Lieblingsbulldogs hier. Das ist mein Lieblingsbulldog, ist der 7810, aber danach kommt, glaube ich, der. Und der Deutsch ist auf keinen Fall. Ein 07er Deutsch, also. Ja, ich tue ihn halt nicht weg, weil er ist halt vom Opa. Durchs verletzte Tor komme ich dann durch. Es ist aber auch dieses Gefährt hier. Ich weiß immer noch nicht, was ich das habe. Ich fand das halt irgendwie cool. Na. Jetzt habe ich dann aber auch gleich nochmal mit den Toren. So, ich glaube, den Frontlader stelle ich da hin. Und beim Arbeiten mit Frontlader nehme ich immer die vordere Scheibe zu. Hat sich der Nachbar mal die Scheiben rausgekaut. Ich brauche den Frontlader ja eigentlich auch nur, wenn ich ein wenig zu faul bin bei der Kartoffelernte. Dann kann ich mit dem Rübenkorb einfach durchfahren, die Erde fällt durch und ist die Erde gleich aufgelockert. Und meine Kartoffeln sind in der Schaufel. Das ist wunderbar. Geschlossene Kabine hat. Dann machen wir die Tür zu. Dann ist er geschlossen. Heckscheiben von Johnny habe ich zugemacht. Da die geschlossene Kabine. So, und dann gucken wir nochmal. Wir haben eine Tür. Wir haben eine Tür. Ah, das nervt mich hier mit der Tür im Tor. Ja. Der Bulldog steht da auch so, dass er noch überall drauf kommt. An den Fend, den kann ich halt jetzt halt nicht bewegen. Ich habe jetzt halt dann eh keine Zeit mehr. Wenn jetzt die Ernte losgeht, dann auch wieder grubbern, dann muss ich bei mir noch grubbern und säen und...
Werde ich dann wieder mit meinem Schild dahin herfahren, durchs Dorf. Aber ja.